Für die Fraktion der Grünen hat sich jetzt die Abgeordnete Feldmeier zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP hat mit ihrem Antrag und ihrem Setzpunkt das Thema globale Ernährungssicherheit in Zeiten des Krieges angesprochen. Und ich möchte erst einmal vorausschicken, dass der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, völkerrechtswidrig ist, ungeheures menschliches Leid verursacht. Und vor allen Dingen die Menschen in der Ukraine leiden, und sie leiden auch Hunger, und die ärmsten Menschen in den ärmsten Ländern der Welt leiden auch sehr, sehr viel Hunger. Und ich glaube, danach kommt erst einmal ganz, ganz lange Zeit nichts. Und natürlich müssen wir uns darum kümmern. Das ist unsere wichtigste und humanitäre Pflicht. Aber ich glaube, hier in Deutschland müssen wir uns um das Thema Ernährungssicherheit erst einmal keine Sorgen machen. Und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit für Hamsterkäufe. Habe ich auch nicht gesagt, dass Sie das gesagt haben. Ich finde es niederträchtig, wenn die AfD hier redet zu diesem Thema und suggeriert, die geflüchteten Menschen in diesem Land nehmen uns das Essen weg. Ich finde, das geht nicht. Meine Damen und Herren, so etwas geht nicht. Und so etwas zu suggerieren, ist wirklich niederträchtig. Die FDP fordert jetzt im Zuge dieses Krieges in ihrem Setzpunkt mal, alles abzuschaffen im Bereich der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik, was sie schon immer gestört hat. Das ist kein neues Denken. Das ist rückwärtsgewandtes Denken. Das ist keine adäquate Antwort auf die Situation. Das ist schlichtweg falsch, meine Damen und Herren. Die FDP will mit den Fehlern von gestern auf die Probleme der Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft reagieren. So geht es einfach nicht. Und das haben meine Vorrednerinnen bis auf die AfD alle auch sehr gut dargestellt. Mehr synthetischer Dünger, mehr Pestizide, mehr Gentechnik, weg mit der nachhaltigen Landwirtschaft, weg mit dem Ökolandbau, weg mit allem, was gut für Umwelt- und Klimaschutz ist. Sie haben offenbar nicht begriffen, dass Umwelt- und Klimaschutz kein Luxusthema ist, sondern existenziell. Verlieren wir unsere Lebensgrundlagen, verlieren wir alles, meine Damen und Herren. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier in Hessen eine nachhaltige Landwirtschaft, eine Förderung des Ökolandbaus weiter vorantreiben. Denn durch die Klimakrise verlieren wir einfach mehr fruchtbare Böden. Und das Gleiche gilt auch für das Artensterben. Die Vielfalt der Arten sichert doch unsere Lebensgrundlage. Hier zu sagen, darauf müssen wir in der aktuellen Situation nicht mehr achten. Und das machen Sie mit Ihrem Setzpunkt, das machen Sie mit Ihren Forderungen. Ja, genau das machen Sie. Das ist doch einfach an der Realität vorbei. Das ist doch an allen wissenschaftlichen Studien, an allen Erkenntnissen vorbei, meine Damen und Herren. Und so geht es nicht. Wir kümmern uns um eine Landwirtschaftsförderung, die gleichzeitig Boden schützt, Wasser schützt und den Arten- und den Klimaschutz hilft. Und so wie die FDP es will, kriegen wir nämlich noch viel, viel größere Probleme, die Nährung der Menschen zu sichern. Da machen wir uns abhängig von synthetischen Dünger, von Pflanzenschutzmitteln. Da machen wir uns abhängig und nicht unabhängig. Und genau das ist es doch, was wir machen müssen. Wir müssen uns unabhängig machen, hier, um unsere Ernährungssouveränität zu sichern, um eine robuste Landwirtschaft hier in Hessen zu haben, in Deutschland, in Europa. Wir brauchen eine robuste Sicherung unserer Landwirtschaft und nicht das, was Sie wollen. Und gestern haben Sie sich hier noch hingestellt, bei unserem Setzpunkt Sicherung der Lebensgrundlage Wasser, und haben alles beklagt, was zu langsam ist, was hier nicht vorangeht beim Thema Grundwasserschutz. Und heute fordern Sie mit Ihrem Antrag, die Reduzierung der Stickstoffdüngung auszusetzen. Also so geht es nicht. Einmal so, einmal so. Gestern so, heute so. Also das ist wirklich widersinnig. Wir dürfen die Fehler von gestern nicht weiterführen. Und genau deshalb fördern wir die nachhaltige Landwirtschaft in Hessen. Genau deshalb setzen wir auf Ökolandbau. Und genau deshalb ist Hessen dem europäischen Netzwerk gentechnisch freier Regionen beigetreten. Und ich bin froh, dass wir hier schon so weit gekommen sind. Wir sind führend beim Ökolandbau. Ganz Hessen ist Ökomodellregion. Wir fördern auch jenseits des Ökolandbaus die nachhaltige Landwirtschaft. Wir fördern die Vielfalt auf dem Acker und die Wertschöpfungsketten der regionalen Nahrungsmittelproduktion. All das ist gut für die hessischen Landwirtinnen, für die Natur und für uns alle.
Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist jetzt alles irgendwie Ideologie, die Grünen, ja klar, immer Ökolandbau und so weiter und so fort. Aber es ist eben nicht so. Auch jenseits dieses Streits, welche politische Ausrichtung man will, ist es einfach sachlich falsch, was die FDP fordert. Die Landwirtschaft leidet doch genauso wie wir alle unter den hohen Energiepreisen. Und das haben Sie doch auch festgestellt. Und dann fordern Sie eine Intensivierung der Landwirtschaft. Das führt doch in eine Sackgasse. Die Intensivierung der Landwirtschaft verschärft durch ihren Einsatz an Düngemitteln und Pestiziden die weltweite Energiekrise. Wir müssen doch unabhängig werden von fossilen Energieträgern. Und deswegen nicht mehr synthetische Düngemittel, nicht mehr Pestizide, sondern weniger. Das ist doch die richtige Schlussfolgerung. Insbesondere die Düngerproduktion verschlingt riesige Mengen an Primärenergie. Für ein Kilo N brauchen Sie 1,2 Liter Heizöl. Und durch eine Erhöhung des Düngereinsatzes in Hessen, Deutschland, Europa würden wir die Abhängigkeit von russischem Erdgas und Erdöl noch einmal erhöhen. Also das führt komplett in eine Sackgasse, meine Damen und Herren. Und die sogenannte Selbstfolge von Weizen, die Sie in Ihrem Antrag haben. Also Weizen nach Weizen anzubauen, bedeutet deutlich erhöhter Krankheitsdruck, mehr Pestizide und ein Abbau von natürlicher Bodenfruchtbarkeit. Das wollen wir nicht. Mit unserem Förderprogramm Vielfältige Fruchtfolge verfolgen wir genau gegensätzliche Ziele. Und das ist auch gut und richtig so, meine Damen und Herren. In der durch den Ukraine-Krieg verstärkten Energiekrise ist die Ausweitung des ökologischen Landbaus eigentlich geboten. Der Ökolandbau ist durch den Verzicht auf synthetisch hergestellte Düngemittel und Pestizide effizienter in der Nahrungsmittelproduktion. Und er hilft uns, unabhängiger zu werden von russischen Energielieferungen. Also genau das, was wir in Hessen machen, meine Damen und Herren. Und in Punkt 8 unternimmt die FDP den Versuch, mit der Begrifflichkeit neue Züchtungsverfahren der neuen Gentechnik das Wort zu reden. Der Einsatz von Gentechnik auf unseren Feldern führte bisher weltweit zu mehr Einsatz von Pestiziden, zu mehr Monokulturen und zu einem Verlust von Biodiversität, zu mehr Abhängigkeiten von Saatgut- und Düngerkonzernen. Er führt zu einem Verlust von Artenvielfalt und macht die Menschen im globalen Süden abhängig. Es ist doch besser, wenn Sie von diesen Hilfsmitteln unabhängig werden, meine Damen und Herren, und nicht abhängig. Also all das, was Sie hier propagieren in Ihrem Antrag, führt in eine Sackgasse. Meine Damen und Herren, wir müssen aufhören, Lebensmittel zu produzieren für die Futtertröge und für die Tanks unserer Autos. Das ist doch die Lösung. Das ist doch die Lösung. 70% des Getreides, das angebaut wird in Europa, landet in den Futtertrögen. Und deswegen, das hat Herr Kumbach vorhin zu Recht gesagt, müssen wir dafür sorgen, dass weniger Fleisch gegessen wird, weniger tierische Lebensmittel produziert werden und dass wir mehr pflanzliche Lebensmittel haben, die auch wirklich auf den Tellern der Menschen landen. Außerdem müssen wir aufhören, so viele Lebensmittel, wie wir haben, zu verschwenden. 50% der Lebensmittel werden weggeworfen. Das ist die Lösung, die wir brauchen, meine Damen und Herren, und nicht das, was die FDP möchte. Meine Damen und Herren, die Vorschläge der FDP helfen nicht weiter, sondern sie führen in die Sackgasse. Sie verschärfen die Probleme, die wir haben. Sie verschärfen sie, sind wirklich rückwärtsgewandt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, sag mal, geschmacklos, mit diesen Dingen, die Sie ja schon immer gefordert haben, jetzt zu kommen, angesichts dieses Krieges in der Ukraine. Ich will es mal bei dieser Beschreibung sagen, es ist geschmacklos, und dabei möchte ich es belassen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, als Nächstes bitte ich Frau Scheuch-Paskewitsch von den Linken ans Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wollt ihr beide rausgehen und es weiter diskutieren? Dankeschön. Bereits vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine hat die landwirtschaftliche Produktion in Hessen nicht ausgereicht, um alle Menschen im Land zu ernähren.
Und auch vor dem Ukraine-Krieg lagen die Lösungen dazu auf der Hand. Weniger Fleisch für den Export zu produzieren, kein Rapsöl in Autos zu verbrennen, unsere Landwirtschaft mit Dauerkulturen zu diversifizieren, mehr pflanzliche Nahrung zu essen und weniger Lebensmittel zu verschwenden. Ein nicht unerheblicher Teil der Umweltprobleme, die wir haben, werden durch die intensive Landwirtschaft gefördert. Artensterben, Nitrat im Grundwasser, Bodenzerstörung, CO2-Freisetzung, Agrochemikalien in fast allen Ökosystemen und auch in unserem Körper. Aber was fordern die Profis der FDP? Sie fordern mehr von dem, was auch schon vor diesem unsäglichen Krieg schlecht war. Die FDP nimmt den Krieg in der Ukraine als Begründung, um Entwicklungen zu verhindern, die ihnen noch nie gepasst haben, wie meine Vorredner alle schon gesagt haben. Die FDP ist Teil des Rollbacks mit einer Militarisierung, längeren Laufzeiten für Kohlekraftwerken und der Renaissance der Atomkraft. Und schlimmer noch, unter einem humanitären Deckmäntelchen betreiben sie ihre Klientelpolitik und wollen die umweltzerstörende Intensivlandwirtschaft noch mehr ausweiten. Eins zu eins, meine Damen und Herren, finden sich die Forderungen der FDP bei den Lobbyisten der Agrarindustrie wieder. Das finde ich durchschaubar und schäbig. Ich kann nur appellieren, dass Sie mit diesem brandgefährlichen, populistischen Unfug endlich aufhören. Auf rund 60% der Landwirtschaftsflächen in Deutschland wird Tierfutter angebaut. Diese Flächen reichen noch nicht einmal aus, um das viele Fleisch für den Export zu produzieren. Das wiederum ruiniert hier das Grundwasser, in Lateinamerika den Urwald und in den Importländern die heimischen Märkte. Alleine wenn wir den Fleischexport halbieren würden, hätten wir mehr Flächen für Getreideanbau zur Verfügung als mit den Vorschlägen der FDP. Auf 460.000 Hektar werden Energiepflanzen angebaut, die mit E5 und E10 in den Tanks der Verbrenner landen. Das muss aufhören. Wir haben nicht zu wenig Ackerböden. Wir nützen die Flächen nur falsch. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen, dafür aber den Treibstoff subventionieren. Die Windkraft bekämpfen, dafür aber die Laufzeit für die Kohle verlängern. Die Tiermast nicht einschränken, dafür aber die Intensivlandwirtschaft auf die Naturschutzflächen ausweiten. Das ist wirklich grober Unfug und stabilisiert nur die Profite weniger. So bedauerlich das ist, aber während und auch nach dem Krieg gegen die Ukraine und während der ganzen anderen kriegerischen Auseinandersetzungen auf diesem Planeten hört die ökologische Krise nicht auf. Im Gegenteil, der Krieg verschärft die Krisen. Kriege sind der größte Klimakiller überhaupt. Die ökonomischen, ökologischen und humanitären Krisen häufen sich, meine Damen und Herren. Wir kommen aus dem Krisenmodus überhaupt nicht raus. Das wird sich auch nicht ändern, wenn wir nicht die Art unseres Wirtschaftens und den Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen radikal verändern. Wir brauchen die sozial-ökologische Transformation und kein Rollback in das letzte Jahrhundert. Im August 2019 hat der Weltklimarat seinen Bericht über Klimawandel und Landsysteme vorgestellt. Ich weiß nicht, ob den Profis von der FDP bewusst ist, dass sie mit ihrem Antrag all das, was in diesem Bericht steht, als irrelevant zur Seite schieben. Der Bericht kommt ganz klar zu dem Schluss, dass die konventionelle Intensivlandwirtschaft die Ökosystemleistungen wie sauberes Wasser und CO2-Speichervermögen, auf die wir alle angewiesen sind, schädigt. Mit mehr Dünger, mehr Pestiziden und mehr Intensivierung, wie die FDP das will, fahren wir die Ökosysteme vor die Wand.
Wir müssen endlich die Klimakrise als eine weltweite existenzielle Krise wahrnehmen. Wir müssen politisch so handeln, dass die ökologischen Leistungen, die wir aus Wäldern, Böden, Gewässern und der Atmosphäre tagtäglich in Anspruch nehmen, auch noch für die Generationen nach uns zur Verfügung stehen. Die FDP ist aber offensichtlich eher an den Profiten von BASF und Co. interessiert als an dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Die Welt, meine Damen und Herren, wird dann besser, wenn wir endlich aufhören, Bomben, Hühner klein und Schweinehälften für den Export herzustellen. Sie wird allerdings besser, wenn wir Kurzstreckenflüge einstellen, Tempolimits aufstellen und mehr ÖPNV als SUVs benutzen. Sie wird dann besser, wenn wir nicht mehr korrupte und totalitäre Regime wie jetzt auch in Katar durch unseren Öl- und Gaskonsum unterstützen müssen. Frieden, Sicherheit und Klimagerechtigkeit gehen Hand in Hand. Und dazu gehört auch die Agrarwende. Ein Satz noch zur globalen Ernährungssicherheit, zum Beispiel in Nord- und Ostafrika. Diese wird sich dann verbessern, wenn der globale Norden endlich aufhört, andere Länder abhängig von Nahrungsmittelexporten zu machen. Und wir die Welthandelsbeziehungen gerechter gestalten und den Klimawandel endlich stoppen. Aber eine Intensivierung der Landwirtschaft in Europa leistet genau das Gegenteil. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung erteile ich nun Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Es wäre vor wenigen Wochen noch unvorstellbar gewesen, dass in Europa ein Angriffskrieg ausbricht und uns jeden Tag das damit verbundene Leid und Elend vor Augen geführt wird. Und an dieser Stelle will ich zunächst einmal sagen, die Menschen, die im Moment leiden, auch Hunger und Not leiden, die unter einer Ernährungskrise leiden, sind die Menschen in der Ukraine. Und ja, es stimmt, wir wissen noch nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine andauern wird. Und unbestritten stellt der Krieg auch die Landwirtschaft und die Lebensmittelerzeugung vor unerwartete Herausforderungen. Allerdings ist zunächst einmal Akuthilfe gefragt für die Menschen in der Ukraine, damit die dort Verbliebenen überhaupt noch Nahrung zu sich nehmen können. Und dann gilt es tatsächlich, die Märkte zu stabilisieren. Und die Märkte zu stabilisieren schafft man nicht, indem man so tut, als stünde die Ernährungskrise in Deutschland vor der Türe. Weil auch dieses ist falsch. In Deutschland, in der Europäischen Union, haben wir keine Ernährungskrise. Wir haben genügend zu essen. Und wenn Menschen, und das haben wir am Anfang der Pandemie erlebt, ja, also wie dann Regale leergeräumt wurden, wenn Menschen jetzt vermehrt zu Mehl und zu Öl greifen, dann ist das unsolidarisch, aber es zeitigt nicht die Krise oder zeigt nicht auf eine Krise, weil wir nämlich keine haben. Wir haben in Deutschland, wir haben in Hessen einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Weizen. Über 100%. Ja, über 100%. Vielleicht sollten Sie sich mal damit beschäftigen, anstatt so abwegige Redebeiträge hier im Plenum zu halten.
Aber die EU-Kommission hat Ad-hoc-Schritte eingeleitet, und zwar nicht, weil es um uns schlecht bestellt ist in Europa, sondern um die Märkte zu stabilisieren, um etwas Beruhigung in das System zu bringen. Und das ist auch richtig. Und deswegen können jetzt auch die Vorrangflächen, die ökologischen Vorrangflächen in 2022 für landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden. Und ja, es ist richtig, das wird für die Futtermittelerzeugung genutzt in diesem Jahr, weil die Zeit vorangeschritten ist. Und das ist auch kein Problem, außer dass wir sowieso 60% in Hessen, in Deutschland, für also Anbau, ne, Getreideanbau, für den Futterdruck herstellen. Und deswegen gilt es eigentlich, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass wir so viel Futtermittel herstellen für das Vieh und ob wir nicht über eine veränderte Ernährung auch in Deutschland stärker diskutieren müssen. Und natürlich ist es so, dass die Länder in Afrika und im Mittleren Orient, die werden wahrscheinlich in eine Ernährungskrise kommen. Sehr wahrscheinlich. Aber das verhindern wir nicht dadurch, dass wir mehr Getreide und Eiweißpflanzen für Fleisch herstellen, weil da bleiben nämlich diese Länder in der Abhängigkeit. Und deswegen ist es richtig, was auch Kollege Grumbach gesagt hat. Wir müssen das System insgesamt ändern. Wir müssen es schaffen, dass wir eine stärkere Ökologisierung herstellen, auch in der Landwirtschaft. Weil nur dann werden wir es schaffen, globale Krisen wie auch die Klimakrise und die Biodiversitätskrise stärker in den Griff zu bekommen. Und davon profitieren solche Staaten, nicht davon, dass wir sie in der Abhängigkeit von Exporten aus dem Westen halten. Frau Ministerin, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Dr. Grobe zu? Nein. Und im Übrigen ist es so, liebe Frau Knell, wenn wir alle Stilllegungsflächen auch noch für Ackerbau freigeben würden, würde das im Wesentlichen nichts nutzen. Weil das meiste, was wir in Deutschland haben, sind Grenzertragsstandorte. Das heißt, dort, die sind gar nicht richtig produktiv, außer sie hauen richtig viel synthetische Dünger und Pestizide rein. Aber das kann nicht die Lösung des Problems sein. Weil von diesem System haben wir in den letzten Jahrzehnten so viel gehabt, dass unsere Böden gar nicht mehr humusreich sind, dass wir das Problem der Überdüngung haben und damit von Nitrat im Grundwasser. Und dass Sie in Ihrem Antrag auch noch fordern, dass wir das mit den roten Gebieten mal aussetzen sollen, das setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass wir ein EU-Vertragsverletzungsverfahren haben, dass wir kurz davor stehen, tatsächlich Zahlungen leisten zu müssen, dass die EU noch einmal eingefordert hat von Deutschland, dass wir das, was wir beschlossen haben im letzten Jahr, wieder verschärfen, weil das Nitrat im Grundwasser zu hoch ist. Und da kommen Sie und sagen, das ist uns jetzt gerade mal egal. Aber gestern habe ich ja schon darauf hingewiesen, führen wir eine Debatte um Wasser, um qualitätsvolles Grundwasser, gutes Trinkwasser, auch in Hessen. Und ja, da sind Sie dafür. Ja. Ja, aber dann muss man doch, dann kann man doch nicht sagen, auf der anderen Seite ist uns egal, was zusätzlich auch noch ins Grundwasser gelangt in den nächsten Jahren. Im Gegenteil, wir müssen es schaffen, dass wir die Landwirtschaft so verändern, und zwar unter solchen Rahmenbedingungen, dass die Landwirte und Landwirtinnen in Hessen gut wirtschaften können, dass sie ihr Auskommen haben und dass wir trotzdem gute Böden, gesunde Luft, gesundes Trinkwasser und gesunde Lebensmittel haben. Das ist unsere Aufgabe. Und Ihr Vorschlag ist mehr vom Alten, mehr vom Alten. Aber das mehr vom Alten bringt uns nicht in eine neue Zukunft. Das kann ich Ihnen jedenfalls an dieser Stelle sagen.
Meine Damen und Herren, wir haben im Februar, also Deutschland hat im Februar den nationalen Strategieplan für die Agrarpolitik ab 2023 bei der EU-Kommission zur Genehmigung eingereicht. Es gab einen jahrelangen Abstimmungsprozess auf europäischer und nationaler Ebene. Und dabei haben wir uns auf eine neue strategische Ausrichtung verständigt, mit einem höheren Umweltambitionsniveau. Das ist auch richtig. Dabei ist, also es wurden ja Kompromisse geschmiedet. Es ist ja nicht lange so, wie sich viele ökologisch orientierten Menschen das wünschen würden. Aber es gibt eine langsame Veränderung. Das haben Kompromisse so an sich. Und das soll auch Planungssicherheit für die Landwirtinnen und Landwirte schaffen. Und wenn Sie jetzt kommen, die ja auch immer so für Planungssicherheit sind, das haben Sie vorhin auch wieder betont, und sagen, das schmeißen wir jetzt gerade mal wieder um und wir machen dieses Jahr das und nächstes Jahr machen wir noch ein bisschen anders und übernächstes Jahr können wir die roten Gebiete wieder einführen. Das ist das Gegenteil von Bürokratie in Abbau und das ist das Gegenteil von Planungssicherheit. Und wir wollen Planungssicherheit auch für die hessische Landwirtschaft. Wir brauchen, meine Damen und Herren, eine langfristige, gute Orientierung für die Landwirtschaft. Wir brauchen sicher in Übergangszeiten auch Erleichterungen. Das wird jetzt geschafft mit der Freigabe der ökologischen Vorrangflächen. Das wird im Bundesrat sein, jetzt in der nächsten Woche. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat dieses auch beschließen wird. Aber wir brauchen eine zukunftsfähige, resiliente Landwirtschaft und Ernährungssicherung. Das muss sich ergänzen. Und das sehen wir auch gerade im Übrigen in der Energieversorgung. In der Energieversorgung gibt es im Moment kurzfristige Veränderungen. Aber die langfristige Orientierung, die ist geblieben seitens der Bundesregierung. Raus aus den fossilen Brennstoffen, rein in die Erneuerbaren. Und by the way, bei raus aus den fossilen Brennstoffen, der Dünger, der synthetische Dünger, der zurzeit als Überdüngung in Teilen auf den Äckern landet, ist mit fossilen Brennstoffen hergestellt. Und auch da ist es kein Wunder, dass da die Preise explodieren. Und hier nehme ich noch einmal ein Lieblingsthema der FDP, die Digitalisierung auch der Landwirtschaft. Weniger Dünger, aber dafür zielgerichtet durch eine Digitalisierung der Landwirtschaft ist ebenfalls ein Zukunftsthema. Und das gehört zu der Frage resiliente, ökologische, klimabewusste Landwirtschaft dazu. Und deswegen sehe ich, meine Damen und Herren, weiterhin die Zukunft der Landwirtschaft in einer ökologischen und nachhaltigen Form und nicht in einem Zurück in die Zukunft. Herzlichen Dank. Zu einer zweiten Runde hat sich von der AfD der Dr. Grobe gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin Hinz, haben Sie jemals mit Bauern gesprochen und Landwirten? Ich glaube nicht. Denn das zeigt nämlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel auskommen wollen, wird das letztlich zu Hungersnöten führen, und das besonders in Afrika. Aber das spielt ja keine Rolle. Das ist vielleicht der neue Imperialismus der Grünen. Ihre Landwirtschaft ist aus dem Mittelalter. Sie wollen die Dreifelderlandwirtschaft wieder einführen. Können Sie gerne machen. Aber ohne Tierhaltung wird es keinen natürlichen Dünger geben. Die Nitratwerte, die Sie gerade angesprochen hatten, sind reine Definitionszahlen
ohne jeglichen wissenschaftlichen Befund. Vielen Dank. Es ist so. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Frau Knell nach vorne. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben etwas von Planungssicherheit gehört, wir haben von Abhängigkeiten gehört, wir haben auch von Regenwürmern gehört, wir haben abstruse Russlandfreundlichkeit hier gehört. Und einige hier tun so, als hätte ich dazu aufgerufen, die Brunnen zu vergiften und die Böden auszubeuten. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern oder zumindest abzumildern. Menschen werden verhungern. Und dazu habe ich hier weder von der SPD, noch von den Grünen, noch von den Linken ein Wort gehört. Das ist schade. Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Krumbach nochmals zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ich würde einfach zwei Sachen gern sortieren. Der erste Satz ist ja der Standardsatz, reden Sie mit Bauern. Ich erzähle Ihnen mal was aus meiner früheren politischen Karriere, weil Sie kennen ja mein Spiel mit meinem Alter. Als ich im Landtag anfing, war ich schon mal umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hatte als Städter den Auftrag, den Kontakt zu den Landwirten herzustellen. Ich saß dann in einer Podiumsdiskussion mit einem sehr netten Landesminister. Willem war schon sehr freundlich, selber Bauer, mit CDU-Abgeordneten, Grünabgeordneten, wie auch immer. Die haben alle, den Bauern, Veranstaltung vom Bauernverband, die haben alle erzählt, ja, also passt mal auf, ihr müsst gar keine Angst haben, weil in der Welthandelsorganisation werden wir schon dafür sorgen, dass dass die Subventionen für die Agrarexporte so bleiben, wie sie sind. Da habe ich mir geleistet zu sagen, passen Sie auf, meine Damen und Herren, ich komme gerne in 2 Jahren wieder. Ich sage Ihnen voraus, die Welt kann nicht so funktionieren, weil Deutschland wird mit Milliarden von Industrieexporten nicht wegen einer halben Milliarde in der WTO einen Aufstand machen. Dieser Tatsache verdanke ich keine Zuneigung, aber ich verdanke Respekt, weil man den Leuten manchmal sagen muss, wo es lang geht. So, das ist der eine ganz simple Punkt. Das heißt nicht, ihnen nach dem Mund zu reden. Und hier heißt es in der Landwirtschaft, ich weiß doch aus den Gesprächen, dass das, was Frau Knell gesagt hat, jetzt nicht nur ihre Erfindung ist. Man muss ihnen sagen, dass sie genau das machen, was sie in die Scheiße geführt hat. Genau das. So, und will ich einen Punkt noch wirklich sagen, weil ich glaube, da müssen wir uns sortieren. Nein, wir haben schon verstanden, dass deine Antriebskraft eigentlich tatsächlich die Sorge um die Menschen ist, die nicht bei uns, aber anderswo hungern. Das will ich ganz ausdrücklich festhalten. Das Problem ist nur, und darüber streiten wir, dass du auf einen Weg eingeschlagen bist, von dem ich glaube, bitte nicht für alle anderen reden, dass er genau zum Gegenteil führt. Weil wir mit diesem Weg den Hunger, den wir heute haben, schon verursacht haben. So. Und ich finde, darüber sollten wir gerne im Ausschuss noch mal ausführlich reden, weil mir geht es nicht darum, dich runterzumachen, weil ich finde diesen Ansatz zu sagen, wir können nicht zulassen, dass den Leuten, also weil der Satz, ob in Europa und Deutschland Nahrungssicherheit ist, ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich hast du völlig recht, dass die Leute anderswo hungern werden. Und natürlich hast du recht, dass es Länder gibt, die auf Getreideexporte, Importe angewiesen sind. Völlig richtig. Aber der Weg, den wir hier einschlagen, der muss so sein, dass es dauerhaft funktioniert. Und das wäre ein spannender Punkt, der vielleicht sogar über eine Ausschusssitzung rausgeht. Ich habe mal sehr lange mich beschäftigt damit, wie europäische Nahrungsmittelhilfe die Landwirtschaft in Afrika ruiniert hat. So. Und das ist gut gemeint, aber falsch gemacht. Und ich glaube, ich will das genau in dieser Versöhnlichkeit sagen, weil ich glaube, wir sind uns in der Frage, wohin wir wollen, gar nicht weit auseinander. Ich glaube nur, dass wir über die Wege noch mal reden müssen. Danke. Für
Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Feldmeier noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf die AfD lohnt es sich jetzt, glaube ich, nicht noch einzugehen, die Landwirtschaftsministerin zu fragen, ob sie schon mal auf dem Bauernhof war, mit Landwirten gesprochen hat. Das ist sowas von niveaulos und unterirdisch. Also, da merkt man, dass sie sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben. Und in Richtung FDP, Herr Krumbach, vielleicht kennen Sie die Frau Knell, oder wahrscheinlich kennen Sie die Frau Knell besser als ich. Also mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es ihr wirklich jetzt um das Thema geht, die armen Menschen in Afrika. Das erste Mal, dass ich es von der FDP so etwas höre in diesem Zusammenhang, auf einmal jetzt irgendwie, wo man es gebrauchen kann, entdeckt man diese Menschen. Wenn ich Ihnen Unrecht tue, dann entschuldige ich mich, aber es ist wirklich so, dass ich da jetzt nicht so ganz dran glaube, sagen wir es mal so. Aber vielleicht können wir das irgendwann noch mal klären. Ich empfehle Ihnen das Buch von Prinz zu Löwenstein. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Das ist ein Mann, der hat genau in diesen Ländern gelebt, bei den Ärmsten der Welt. Und er hat gesagt, der Fehler ist, und das Schlimme ist, die Sackgasse ist, dass die Menschen sich eben nicht selbst ernähren können, weil sie abhängig gemacht worden sind von diesen Hilfsmitteln, Pestizide, synthetische Düngemittel und auch noch Gentechnik. Das ist genau der falsche Weg. Das müssen Sie sich kaufen. Wo sollen Sie denn das Geld hier haben? Das Beste, was man tun kann, ist, die Menschen dabei zu unterstützen, ohne diese Hilfsmittel auszukommen und ihnen ein Stück Land zu geben, damit sie sich selbst ernähren können. Das ist der richtige Weg. Lesen Sie das Buch mal. Ich glaube, da wird Ihnen viel geholfen. Und dann können Sie das Problem ein bisschen besser verstehen und vielleicht kriegen wir dann auch von Ihnen mal einen anderen Vortrag hier zu hören. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, dieser Antrag der Fraktion der FDP wird zur weiteren Beratung in den Umweltausschuss überwiesen.